Ich mag die Synchronstimme von ihm. So, was war das hier? Also hier die Kiste. Ja, ist echt ein Scheibenwerfer. Ich mach das aber mit den Feuerpfeilen. So, wir lassen da jetzt mal den Nahkämpfer runterhüpfen. Zack. Ich da ein bisschen rumglitschen beim Runterhüpfen. So, die fackelt ab. Oh, ein lautloser Kill, oder wie? So, nächster. Zack, nächster weg. Oh. So, zack. Ja gut, was hätte ich denn da machen sollen während der Animation? Zack, nächster. Zack, nächste weg. Kommen ja extrem viele Nahkämpfer, ist ja Wahnsinn. Zack, nächster. Richtig so auf dem Präsentierteller rutschen die da runter. Das ganze Zeug kann man natürlich alles verkaufen. So, erstmal regenerieren und dann... So, der wird mehr aushalten. Ja, der hält um einiges mehr aus. Oh, daneben. Und wieder daneben. Ja, der... Da war er gerade voll im Bild. Die da hinten kann ich gar nicht abschießen. Oh. So hab ich losgelassen. Na komm hoch. So, tschüss. Komm ich hier jetzt hoch? Nee, auch nicht. Hier ist ein Salbeistrauch. Okay, hält auch mehr aus. Bewegung! Verwirren wir sie! So, einmal noch. Und tschüss. Ich weiß jetzt halt gar nicht, wie viel Erfahrung die geben, aber... Warum gehst du da nach hinten? Da kann ich dich ja gar nicht töten. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ah, jetzt. Ja, komm. Zeig dich. Ah, das ist ein normaler. Tschüss. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Natürlich, sehr gerne. Sind eigentlich wie kleine Arenen gerade. Finde ich aber eine angenehme Abwechslung. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Ja, die kommt jetzt wahrscheinlich dran. Wir haben vorher so Fremde getötet, dann Meister und ja, jetzt kommt die Leibwache wahrscheinlich. Ah, das sind die Bogenschützen. So, wir looten die natürlich schon noch. Ah, Odund, das war der mir ausgehalten hat. Darüber, dann haben wir ihn. So, hier ist noch eine Vorratskiste. Pfeile haben wir nicht mehr viele.
So. Oh, hier habe ich auch keine Pfeile nachgemacht. Oh, ich schussel. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Okay, drei Stück. Ein Nahkämpfer, ein Bogenschütze und einer mit so einem mit so einer Feuerwaffe oder wie die heißt. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. So, der eine ist weg, ciao. Gnadenloser Shivin, genau. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Brüder. Alter, das hat wehgetan. Ein gnädiger Jusis, auch weg. So, dann haben wir eigentlich nur noch den hier. Die sind ja richtig schwach. Zack, zack, zack. Wilder Taraf, weg mit dir. So, ich will aber vorher noch... Ah, Feuerstürmer. Ich habe gewusst, irgendwas mit Feuer, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob Feuerstürmer oder Feuerspucker. Weil ein Feuerspucker gibt es ja, glaube ich, auch noch. Der Feuerspucker schießt ja, glaube ich, so Bomben. So, gut. Ich glaube, wir haben hier jetzt medizintechnisch alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Ja, der ist jetzt sicher schon abgehauen, der Bahavas. Er kann ja selber nicht kämpfen. Für eine Leibwache waren die aber echt unfassbar schwach. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein, ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien. Und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian. In Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen. Und ich werde ihm dabei helfen.
Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Avad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Die ist sowas wie eine Menschenschmugglerin eigentlich, aber im guten Sinne. Also nicht so Menschen schmuggeln, um sie dann zu verkaufen, sondern Menschen schmuggeln, um aus Gefahrenzonen rauszukriegen. Finde ich gut. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Wie sie sich darüber freut. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Gut, Nebenquest abgeschlossen, nächste Nebenquest bekommen. Die Noha sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Gut, Schachzug der Dame, nächste Quest. Gut. Dann ab. Ist es so sinnvoll, wenn ich gleich hierher reise? Na, egal. Kommen ja noch einige Nebenquests. Ich hätte gedacht, ich habe nebenquestmäßig so gut wie alles erledigt, aber na gut. Da geht sicher was schief. Das wäre sonst eine Quest, die ist in 2 Minuten erledigt. Wäre natürlich auch toll, wenn man mal eine Quest macht, wo alles super läuft. Also halt alles nach Plan. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Es wäre ja für die meisten Spieler zu uninteressant. Aber es wäre halt eine willkommene Abwechslung, weil man rechnet halt immer schon damit, wenn man eine Quest bekommt, das war's fürs Erste. Der Dunst lüftet sich. Weil man rechnet ja sonst immer damit, dass man helfen muss. Und da ist natürlich dann schön, wenn man dann nicht helfen muss. Du bist 13 Huadif, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder?
Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Toll. Ja, müsst jetzt einen Steinbrecher bekämpfen. Ah, OBS zeigt mir wieder das Bild so komisch klein an, aber ich denke mal, das ist einfach wieder nur ein Anzeigefehler und wird mir schon nicht das Bild kaputt machen. War ja beim letzten Mal auch nicht. Gut, dann werden wir uns mal hier nach unten wagen. Ah, heilende Talröte, die nimmt. Ganz genau, Aloy, ganz genau. Oh, was ist denn hier? Leiste deinen Beitrag. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. So, Textdatenpunkte Welt. Ich schwöre, wenn ich mir noch einmal dieses nervtötende Leiste deinen Beitrag für Zero Dawn Lied anhören muss, schneide ich mir die Trommelfelle raus, bevor sich die Melodie noch länger in meinem Hirn festsetzt. Es ist nicht inspirierend, es ist nicht aufrüttelnd, es ist Dreck, der dazu führt, dass ich mich selbst umbringen will, bevor die Roboter überhaupt eine Chance dazu haben. Ich würde buchstäblich mein Leben dafür geben, wenn ich das Arschloch, das dieses gottverdammte Lied komponiert hat, umbringen dürfte. Bah, kann es für diese Apokalypse nicht wenigstens einen anständigen Soundtrack geben? Na gut, wenn man ständig immer das gleiche Lied hört, ist man schon relativ bald genervt. Also mir ging es halt damals bei meinem... Oh, ja, da muss ich ja die Nahkampfrüstung anlegen, falls ich getroffen werde. Oh. Ja, ich würde da auch gern mal weg, das wäre halt super. So, dann lasse ich hier mal auf die Pfeile da wechseln. Ja, das war natürlich super. Hä, ich bin doch... Alter, ich stecke halt genau in ihm fest. Der taucht wieder ab. Ja gut, hier dieser Pass ist schon echt bitter. Der ist schon echt blöd zum Kämpfen. Das Bild wird ja immer schmaler. Oh, da muss ich weg. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal getroffen mit 93 Schaden. Und er ist schon wieder hier. Ich lasse mich gerade echt jedes Mal treffen und jedes Mal wischt er mich davon. Kannst du mal bitte irgendwo hinschauen, wo ich... Ich rolle immer viel zu früh. Jetzt komm schon, ich will dich einmal abschießen. Das wäre echt super. Okay, ich habe jetzt extra auf die letzte Millisekunde gewartet, aber das hat auch nichts gebracht. Ja, dieser schmale Pfad ist halt echt mies. So, jetzt macht er das nochmal. Dann noch ein drittes Mal. Und dann macht er es noch ein viertes Mal und da bleibt er dann über der Erde. Ja, da muss ich mal ganz weit weg. Nein, das ist wieder typisch ich. Das ist wieder so typisch. Sowas passiert immer mir. Ah, er ist noch unter der Erde, schade.
So, eine Pfote hat er noch. So, erstmal gut getroffen hier. Ja, ich muss sagen, am Anfang haben mir die Steinbrecher schon ordentlich Kopfschmerzen bereitet, aber jetzt mittlerweile sind die echt kein Problem mehr. Okay. War ja klar, dass da die Pfeile nach oben ziehen. Ist er tot? Ich glaube nicht, oder? Doch, er ist tot, aber er steckt an der Wand fest. Ja gut, warum nicht? Er muss halt in der Wand entspannen. Wie er da noch rumzittert. Geil.